Hallo Freunde! Auf der Straße, in der Nähe des Gebäudes, wanderte eine Katze, die es auf unglaubliche Weise schaffte, sich in zähem, nicht zähem Beton zu befinden. Möglicherweise fiel sie in einen Behälter mit dieser Baumischung und wurde dadurch von Kopf bis Fuß mit Beton übergossen. Nachdem sie realisiert hatte, was passiert war, versuchte die Katze zu entkommen, aber sie hatte keine Zeit, weit zu gehen. Das Material begann sich zu verfestigen, und das Tier wurde wie eine Steinstatue. In diesem Zustand wurde sie von einer vorbeifahrenden Frau gefunden. Zuerst erkannte sie nicht einmal, dass ein Lebewesen vor ihr war. Nur ein taubes Stöhnen, das wegen der seltsamen Steine ertönte, ließ sie genauer hinsehen. Und sie fand heraus, dass diese steinige Masse wie eine Katze aussah. Die Frau nahm die Katze sofort auf und begann sie so schnell wie möglich aus dem Beton zu befreien, bevor sie in die nächste Tierklinik ging. Sie machte sich Sorgen, dass das Baumaterial in die Lunge des Tieres sowie in die Augen gelangen könnte, was zu ernsthaften Komplikationen führen könnte. Bei ihrer Ankunft in der Klinik ließ sie die Katze in den Händen der Tierärzte liegen und setzte sich auf Nachrichten. Glücklicherweise überlebte die Katze ohne kritische Folgen, obwohl das Entfernen des Betons mehrere Stunden dauerte und das Tier viel zu leiden hatte. Jetzt muss sie ihre Wolle wiederherstellen, aber alle Schwierigkeiten wurden belohnt. Die Frau, die die Katze gerettet hat, hat sie in ihr Haus aufgenommen, und die Katze ist jetzt ein vollwertiges Haustier.